Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkness and Flames, Born of Fire. Hier ist Sabine die Cat. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt ins Haus. So, hier gibt es auch gleich wieder Sammelobjekte. Das erste ist hier drüben. Das ist das Chamäleon-Objekt. Beim Kamin ist das erste Sammelobjekt Sanduhr. Die erste Sanduhr. Dann nehmen wir den Rechen mit. Vom Luster oben haben wir das nächste Maschinenteil. Dann gehen wir links her zum Schränkchen. Da kriegen wir eine Häkelnadel. Dann gehen wir noch zu der Jacke her. Da haben wir einen Schlüssel. Und eine Papiertüte. Jetzt schauen wir sich den Kamin noch näher an. Da steht ein Apfelpflücker. Und hier gibt es Kohlen. Die Kohle kann ich vielleicht brauchen. Ich muss sie allerdings irgendwo reintun. Die holen wir uns später. Jetzt gehen wir mal zu dem Tisch hierher. Da haben wir einen Strumpf für unseren Arm. Dann ein Messer. Jetzt schauen wir sich an, was wir alles brauchen. Das heißt, wir brauchen Fichtenzweige, Hagebutte, Salbe, Fingerhut, Entschuldigung, Minze und einen Apfel. Gut, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das kleine Messer können wir jetzt hier am Fenster benutzen. Wer hat das nicht schon mal gemacht? Mit einem kleinen Buttermesser Schrauben rausgedreht? So, dann haben wir eine Rose. Die erste Schriftrolle. Beolintal. Das Beolintal ist die größte, aber auch am schwersten zugängliche Oase der grünen Lande. Es ist von hohen Bergen umgeben, hinter denen sich die Wüste erstreckt. Es gibt nur wenige Siedlungen. Alle in der Nähe von Wasser. Die Bewohner schätzen ihre Abgeschiedenheit und sind gegenüber Fremden misstrauisch. Die schlimmste Strafe für sie ist die Verbannung. Um es vor potenziellen Gefahren zu schützen, wacht eine Armee über das Tal. Glückwunsch! In manchen Bereichen findest du Schriftrollen. Du hast die erste gefunden. Finde die übrigen und löse ihr Rätsel. So, also insgesamt gibt es 12. Und wir haben ja den Schlüssel gefunden, das heißt, wir gehen jetzt hier oben her und können die Tür aufsperren. Und dann wartet auch schon das erste Wimmelbildspiel unter Anführungszeichen auf uns. Ist nicht ein Wimmelbildspiel im klassischen Sinne, sondern wirklich so ein Suchspiel. Das heißt, wir nehmen mal hier den Besen. Mit dem Besen können wir da oben die Spinnweben entfernen. So, dann haben wir einen Schlüssel. Wir nehmen den Wasserkrug hier vom Nachtkästchen mit. Schauen uns noch die Kissen genauer an. Die können wir zur Seite schieben. Dann haben wir hier einen Code. Mit dem Schlüssel gehen wir jetzt hierher zum Schrank. Dann nehmen wir den Schraubenzieher mit. Hier in die Karaffe können wir Wasser gießen. So, dann haben wir den ersten Teil vom Hirsch. Davon brauchen wir zwei. Dann gehen wir gleich mal hier runter. Den Teppich können wir zur Seite schieben. Da legen wir den Hinweis her. Das heißt, wir müssen hier anfangen. Dann haben wir eine Armbrust. Da müssen wir noch den Pfeil dazu finden. Das heißt, wir gehen mal hierher zu der Lade. Da montieren wir den Knopf zuerst ab, um ihn dann wieder anzubringen. Mit dem Schraubenzieher ziehen wir ihn fest. Dann kriegen wir eine Schere. Mit der Schere können wir jetzt den Sack hier hinten aufschneiden. Dann kriegen wir einen Pfeil. Dem Pfeil gehen wir jetzt hier in die Armbrust rein.
Mit der Armbrust können wir hier oben den zweiten Teil vom Hirsch runterschießen. Volltreffer, Hirsch versenkt. Die zwei Teile fügen wir hier oben bei dem Bild ein. Da haben wir mal den Kopf. Und jetzt müssen wir die Stelle, die Gliedmaßen des großen Hirsch so ein, bis er genauso aussieht wie der kleinere Hirsch. So, strecken wir mal das Hinterbein. Das sollte passen. Den Kopf gehen wir eins zurück. Den Vorderfuß auch. Und das eins zurück. Dann passt's. So, dann bekommen wir Rose Nummer 7. So, wir gehen jetzt zurück in den Wald zu der Hängematte. Nein, beim Vorbeigehen nehmen wir jetzt noch hier zum Steinhaufen. Wir haben ja die Häkelnadel. So, dann bekommen wir einen Griff. Jetzt können wir unseren Schlüssel fertig bauen. Das heißt, wir haben das Schlüsselstück 1, 2 und den Griff dazu. Und der Schlüssel passt jetzt genau hierher zu der Truhe. Dann haben wir Sichel. Ich habe eine Karte von den grünen Landen gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass die Welt so groß ist. Und wir haben hier noch eine Schaufel. Wir haben übrigens auch eine Karte zur Verfügung. Das heißt, hier können wir jetzt schauen, was noch alles... Also die Grünen zeigen an, dass es hier noch Aktionen zum Erledigen gibt. Außerdem sind hier Sammelobjekte und Chamäleonobjekte eingezeichnet. So, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Hier rechts neben dem Weg können wir graben. So, dann haben wir Maschinenteil. Dann gehen wir vor zu der Hängematte. Hier haben wir die Hagebutten. Gehen wir zu dem Obstbaum. Wir haben den Apfelpflücker gefunden beim Kamin. Und wir haben die Papiertüte. Und damit können wir jetzt die Fichtenzweige runterzupfen. Und jetzt gehen wir ein paar Schritte mehr zurück Richtung Feld. Looks like the guards are gone. I'd better not stay here long in case they decide to return. So. Das arme Pferd steht immer noch da und wartet. Wir gehen hier zu den Kräutern her. Mit der Sichel können wir die abschneiden. Dann haben wir Eisenhut und Minze. Und damit können wir jetzt den Trank eigentlich brauen. So, gehen wir hier rein. Wir gehen noch zu dem Fisch hierher. Mit der Sichel können wir den runterschneiden. So, den brauchen wir auch später. So, dann haben wir hier die Hagebutte. Die Fichtenzweige. Den Eisenhut, Apfel und die Minze. So, laut Rezept müssen wir jetzt die Hagebutten und die Fichtenzweige zerstampfen und ins Wasser geben, den Eisenhut zupfen, den Apfel zerschneiden und die Minze reingeben. Dann dazu noch das Glasröhrchen und dann sollte es fertig sein. Gut, also. Das mal zusammen. Kommt als erstes rein. Dann haben wir den Eisenhut, die Minze und den Apfel zerschneiden wir noch. Davon brauchen wir ein Stück, zwei Stück. So, Deckel drauf. Und Feuer machen.
So, dann ist der Trank fertig. Have you finished the potion yet? Splendid. I've got everything we need. The circumstances in which we met have convinced me that it's not safe to stay here. Even the bear, the one I raised, bit my hand recently. I had to put him in a cage. I bet he feels the darkness approaching too. I'm not quite ready. Could you help me fix the steamboat engine? We can move much faster that way. Oh, I almost forgot. I was digging through some things and found this. Your mother loved it dearly. Here, it should be yours now. So, dann haben. We have to fix the boat's engine and leave the valley as fast as we can. I'll get you to a safe place. Jetzt haben wir alle Rosen. Ich gehe aber vorher noch zum Boot. So, hierher. Das können wir zur Seite geben. Dann haben wir hier Kreis, Stern, Viereck, Dreieck. Das merken wir uns. Hier müssen wir das nämlich eingeben. Kreis, Stern, Viereck, Dreieck. So, dann kriegen wir Maschinenteil. Und jetzt gehen wir zurück zum Horst und fügen die Rosen ein. You and Melanie look so lovely in this picture. I still can't get my head around the fact that she's just disappeared all of a sudden. Dann nehmen wir die Haarnadel mit. So, jetzt gehen wir wieder vor zu dem Horse. Hier oben hin. Das Schloss können wir jetzt mit der Haarnadel öffnen. So, da gibt es jede Menge zu finden. Erst einmal einen leeren Sack, ein Maschinenteil und ein Hammer. Dann gehen wir hierher zu der Luke. Mit dem Hammer können wir das wegschlagen. So, dann haben wir Mosaikteile. Noch ein Maschinenteil. So, ich gehe jetzt gleich nochmal rein ins Haus. Mit dem Sack können wir nämlich jetzt die Kohle holen. Und jetzt gehen wir zum Boot. Hier können wir die Mosaikteile einfügen. Und jetzt müssen wir das Bild zusammensetzen. Wenn sie richtig liegen, sind sie schwarz. Das gehört hier rüber. Okay, das war nicht der richtige Kopf.
So sollte es dann auch ausschauen. Dann bekommen wir das nächste Maschinenteil. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ich habe alle Teile beisammen. Nehmen wir mal die Bodenplatte. Looks like all the engine parts are here. Let's fix it and get out of here fast. Ja, würde ich auch sagen, wir bauen die jetzt mal in Ruhe zusammen. Dann haben wir einen Motor. Great. Now we need to find some coal and get the engine running. So, rein mit der Kohle. Get in the boat. Let's get out of here fast. Dann rein mit uns. Thank gods you're safe. It's too bad our boat hit that rock. We'll need to patch up the hole now. But we're in luck today. There's a fisherman's hut nearby. We'll find everything we need in there. Help me find a wide plank we can hammer onto the boat. What else? Oh yes, we'll need some resin to keep the water out. Good thing I brought some nails with me. Gut, Nägel haben wir ja mal. Dann haben wir hier gleich mal das nächste Sammelobjekt. Und den nächsten Fisch. Dann nehmen wir den Topf mit. Ich gehe gleich zu der Feuerstelle her. Hier haben wir das Brett. Ein Knochen. Und da brauchen wir einfach nur draufklicken. Die legen sich gleich richtig hin. Den Topf hänge ich auch gleich auf. So, dann gehen wir hierher mit dem Knochen. Exactly what I need to seal the cracks in the boat. Now, how can I pick it off? Mit dem Knochen. So, das lege ich jetzt gleich mal hier rein. Und dann haben wir hier das nächste Wimmelbildspiel. So, dann nehmen wir das mal mit. Den Dreizack. Mit dem Dreizack können wir da oben das Steuerrad runterholen. Mit dem Steuerrad können wir das Schiff hier in Bewegung setzen. Da bekommen wir Öl und eine Rasierklinge. Mit der Rasierklinge können wir hier bei der Hängematte den Polster aufschneiden. Da haben wir einen Hinweis und einen Gummihandschuh. So, den Gummihandschuh brauchen wir jetzt gleich da hinten bei dem Bottich. Dann haben wir ein Fischchen. Das Fischchen fügen wir hier oben ein. Also einen Köder praktisch. Und den Hinweis dazu. Das sieht man jetzt, wie die aufgehängt gehören. Also haben wir Mitte. Der bleibt unten. Der kommt ganz hoch und die zwei in die Mitte. Dann bekommen wir eine Schere, die aber rostig ist. Die müssen wir erst ölen. So, mit der Schere gehen wir jetzt hierher zu dem Fischkopf. Gruseliges Viech. So, jetzt haben wir den Hinterteil von einem Widder. Und den Rest finden wir hier in dem Korb. So, das fügen wir jetzt hier ein bei der Truhe.
Jetzt kommt ein Schieberätsel. Das muss hier rüber. Das heißt also. Schauen wir mal, ob wir das hier reinkriegen. So, das muss hier runter, das muss hier rauf, das muss hier runter. Und jetzt die zwei noch hoch. Und dann haben wir es. Dann haben wir einen Feuerstein. Mit dem Feuerstein können wir jetzt hier draußen Feuer machen. Wir haben Harz. Flüssiges Harz. Und an dieser Stelle mache ich jetzt auch wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.